So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2, ich habe letztes Mal gesagt, wir machen einen Super-Expert-Run. Und den machen wir jetzt auch einfach, weil ich es kann. Also ich kann es nicht, aber ich kann ihn starten. Das kann ich. Zack, und los geht's. Pit of LOL, a little bit of Spike. Wir versuchen das genau einmal. Das Ding ist super kurz, ne? Seht ihr das? Da ist gleich die Stage zu Ende. Ich wollte gerade sagen, ich komme wahrscheinlich nicht mal da rein. Und da unten durchklettern ist halt das Brutalste überhaupt. Moment, ist es nicht auf Zeit? Also du hast eigentlich genug Zeit für die Stage. Okay. Wait, ich kann ja gar nicht. Oh, das ist frech. Oh, das ist frech. Ja, okay. Nee. Das ist mir, glaube ich, zu viel. Zu crazy. Zu crazy! Da spielen dann bitte Leute wie Beast oder so. Okay. Wo landen wir? Koopa Buddy. Erreiche das Ziel mit einem Koopa Panzer. Weiß nicht, ob ich das möchte. Wo ist mein Koopa Buddy? Da ist mein Koopa Buddy. Lass mir den erstmal schlüpfen. So. Oh shit. Ja, ich verstehe. Hab schon versaut. Ja, nee, da hätte der Koopa oben langlaufen müssen. Und die Bombe hätte hier sein müssen. Wollen wir es mal probieren? Einmal probieren wir es. Wait, jetzt komme ich nicht mal an die Shell. Wait! Kollege, hallo? Du musst als. Das war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Nee. Nee. Der hätte in die andere Richtung laufen müssen, hätte ich auf der anderen Seite stehen müssen wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, der geht entgegengesetzt, wo ich bin, raus, aber ich lerne das nie, wie rum das ist. Technik-Einzelspieler. Japanisches Level. 10 Sekunden! Ah, das ist so ein... Nee, okay, das ist so ein Springboard-Drop. Da bin ich raus. Das kann ich überhaupt nicht. Lemmy's Challenge 2 Castle. Okay. Ach du Scheiße. Okay, wir probieren's. Okay. Kommt da irgendwas raus? Kann eigentlich nicht, ne? Aber warum sind da zwei Münzen einfach? Das sieht irgendwie... Okay, das sind einfach zwei Münzen. Oh, das ist jetzt... Wenn die zu weit unten sind, werde ich die Mancher berühren. Okay. Checkpoint. Nee, einfach Lemmy.
Ich hab die. Okay, die Stealth schaffen wir. Die Stealth schaffen wir. Ich habe das Feuer da unten nicht gesehen. Lemmy wird halt ein Problem. Aber ansonsten schaffen wir die Stage. Uff. Uff, 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 uff. Ich hatte nur Bedenken wegen den Manschern, aber das ist ja voll okay. Und seine Bälle können mir ja nichts anhaben. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht weg. Okay. Das war dumm. Ach, jetzt verliere ich Leben, die ich nicht verlieren müsste. Mist. Aber das ist ein Level, bei dem ich eine Chance habe, einen Exit zu bekommen. Also das muss ich lassen. Hier jetzt wechseln wäre dumm. So was Einfaches kriege ich in Super Expert nie wieder. Ich meine, klar, der Kampf hier ist trotzdem noch ziemlich ne? Gefährlich und alles. Aber im Grunde kann er mir halt nichts wirklich anhaben. Ich muss es nur vorsichtig angehen, das ist alles. Yes! Okay, wenn ich jetzt komplett nicht dumm bin, dann passiert mir nichts mehr. Gibt es hier noch irgendwo Leben? Schade. Okay, keine Leben für mich, aber immerhin Stage geschafft. Puh. Ja, kann man schon mal einen Toll geben. Eieieiei. Isist. Ich glaube nicht. Rätsel gegen die Zeit. Es klingt nach Troll. Schneller geht's nicht. Schneller geht scheinbar doch. Okay, ich glaube, es geht wirklich genau darum, das exakt zu erwischen. Oder aber, nein. Ich glaube, das sind versteckte Blöcke auf dem Weg. Kann sowas sein, dass der hier irgendwo... Das schafft man nicht. Das würde ich mir grundsätzlich gerne im Nachgang nochmal anschauen, das Level. Ob da versteckte Blöcke sind. Dass man da oben stehen bleiben kann und so, aber so nicht. Flying Shell Puzzle. Ey, das war dumm. Hä? Was soll ich? Hä? Ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Lass mir das. Ich erkenne nichts. Ich erkenne legit nichts. Oh Gott, in 40 Sekunden ran. Nee, Mann. Wir probieren es einmal. Wenn ich das Leben verloren habe, lassen wir es sein.
Yo! Ach, ich kann solche Ones nicht. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich kann unter Hektik nicht spielen. Disco! Jetzt sind die unten. Ja, klar. Okay, ein Versuch noch, dann lassen wir es. Aber das ist auf jeden Fall ein Level, was ich im Nachgang spielen... Oh, Mist. Was ich im Nachgang spielen möchte. Ja, das ist auf jeden Fall ein Level, was ich im Nachgang spielen möchte. Ich hoffe, es taucht auf. Schon wieder so ein easy Ding. Small Easy Challenge 2 landet komischerweise. Okay. Es sind die Dinger. 33, 3, 8, okay, okay, okay. Kriegen wir das hin? Nein. Scheinbar muss ich den ja nicht mal drücken. Ich brauch den doch. Hä? Brauch ich den? Ich komme ja so darüber, aber wahrscheinlich musste ich den drücken für irgendwas. Das ist wahrscheinlich das Problem, was ich den... Yo. Okay, wo fährst du hin? Da ist noch einer. Aber ich kann mich auch hier so rumbewegen. Okay, jetzt ist der so rum. Wahrscheinlich ist der jetzt schlecht. Ja, scheiße. Okay, die Plattform kommt wieder normalerweise, ne? Nein? Ja, dann war es das jetzt wohl. Das heißt, wenn ich den nicht vernünftig drücke und dann davon abspringe, kann ich den anderen nicht mehr nutzen. Ach, nee. Das ist halt das... Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das können wir gerne im Nachgang auch wieder probieren, aber nicht jetzt im Run. Drybone Shell Jumping. Hilfe. Ach so. So ein Ding. Ist das? Okay. No! Schade. Okay, das könnte interessant sein. Die Frage ist, wie lange geht das? 60 Sekunden, was sagt der Weltrekord? 23, okay, let's go. Mist. Oh Gott, ich muss das echt gut erwischen. Ah, dies lief gerade so gut, ne? Okay. Nein! Da könnte halt Schluss sein, ne? Man weiß es nicht. Aber das ist am ehesten wieder ein Level, wo ich das... Oh nein! Wo ich das Gefühl habe, ich könnte was gewinnen. So viel zum Gewinnen. Ah, kann ich schnell noch? Nee, kann ich nicht. Aber dann spielen wir das im Nachgang auch wieder.
Keep your feet on. Oh nein! Das ist auch wieder was, was wir genau einmal probieren werden. Und wenn ich dann den Boden verloren habe, kann ich ja sowieso, wenn ich nicht dabei sterbe zufällig, also wenn ich nicht dabei gleichzeitig sterbe, dann kann ich ja. Oh Gott, ich habe das nicht gesehen. So, ich darf da nicht gegenspringen. Jo, ich glaube, ich werde dabei sterben. Seid ihr des Wahnsinns? Gut, man muss eigentlich nur passend durchlaufen. Was muss ich jetzt tun? Ach so. Ich verstehe. Aber ich verstehe noch nicht, wohin das führen soll am Ende. Nein, ich wollte es hochwerfen. Kann ich das nicht hochwerfen? Na, das war's jetzt, ne? Wenn ich von hier runtergehen will. Ich glaube, dann droppe ich. Nein, tue ich nicht. Okay. Was hätte ich hier tun sollen? Kann ich da rein? Da hätte ich reingekonnt, okay. Okay. Ich hätte den da hinlegen können. Aber dann. Mehr wäre jetzt ja auch nicht gegangen. Ich meine, hier kann es ja gar nicht rein. Aber ich verstehe nicht, was der gemacht hat, hätte. Hi. Aber ich hätte ihn ja nicht mal drücken können, so das ist das Ding. Ich dachte, ich kann das Ding hochwerfen, aber das konnte ich ja nicht. Na, ich kann ihn eh nicht treffen. Was wäre hier drin eigentlich? Ja, eben. Also ich könnte das Ding vielleicht mitnehmen. Keine Ahnung, ich check das Level nicht und wir haben es eh verhauen, von daher egal. Switch Jumping Freeze Frame. Ah ja, das klingt ja sehr angenehm. Oh, mehr davon. Wait, aber. Ach so. Das ist jetzt anders. LOL! Das ist ja auch lustig. Da würde ich aber gerne gleich bei dem dritten landen. Aber jetzt dahin zurück wird. Oh, das wird unangenehm. Ja, genau deswegen. Aber interessantes Dings, ne? Nix für mich, aber interessant. Drei Leben. Drei Leben, ein Exit bisher. Keine gute Runde. Arte Juidici.
Ja, das ist so ein Kaizo-Kram. Ja, nee. Da seh ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Collecte Pink Coins, Rätseltechnik. Sammle alle Münzen 9 und erreiche das Ziel. Das klingt doch erstmal ganz nett. Kein Ex-Abschluss bisher. Ist das ein Troll-Level? Weil alleine, wenn das schon mit so einer komischen Röhre anfängt, ne? Ich wollte eigentlich nicht komplett zurück. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ich wollte aber was ausprobieren. Ist hier irgendwas? Nein. Aha! Okay, der kommt hinterher. Sehr gut. Irgendwie hatte ich den Eindruck, da muss was sein. Nicht wieder in die Röhre zurück. Ich will. Vorsicht! Okay, jetzt go! Ja, gut, dass wir den Pilz haben, ne? Was kommt jetzt? Okay, die führt da weiter hoch. Na gut, vertrauen wir der Röhre mal. Nein! Verdammter Walljump. Ah, den kriege ich nicht mehr nach. Es hilft nichts, ich muss es tun. Okay, ich muss da runterrutschen. Ja, und dann rechtzeitig darüber. Ach, nee, Mann. Das wäre auch ein Level, was ich mir gerne anschaue im Nachgang. Wir haben jetzt schon sehr viel, was wir im Nachgang spielen wollen. Dafür mache ich das im Prinzip ja auch gerade, um Level zu sammeln, die ich dann gerne spielen möchte. Aber Casual Skytree von Glitch irgendwas aus Deutschland. Oh, habe ich es schon versaut? Ah. Okay, das sagt mir, wie das Ganze funktioniert, aber wenn das jetzt das Konzept ist des Levels, sehe ich mich da jetzt nicht, ne? Nun, das ist jetzt eine Situation, in der es eigentlich nur eine Taste gibt. Bombs 2, wahrscheinlich so Spinjump-Bomb-Kram, machen wir dann nicht. Nee. Nee, da sehe ich mich nicht. Walljump. Kurz und knackig Link. Link in Kombination mit Walljump. Hä? Wie lang geht das Level? Eine Minute. Das gefällt mir nicht. Das geht schief. Weil das Ding ist halt, wenn ich das jetzt verhaue, na? Ich habe halt keine Chance, wenn ich dazwischendurch den Sprung nicht schaffe, dass ich dann resetten kann. Also skippen wir lieber.
Rollover, Autoscrolling Einzelspieler. Okay, da können wir uns erstmal einen Snack holen. Und dann mal gucken. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich hätte irgendwas mitnehmen müssen. Ja, ich brauche auf jeden Fall den Pilz noch. Ist vorbei. Ist einfach vorbei an der Stelle. And that's hard, I think. Gegen die Zeit von Little Tech. Ja, das war's. Spikeball Jamboree. Power up. Power up. Nee. Will ich das? Ich glaube nicht. Das Problem ist aber, wenn ich die jetzt alles skippe, sehen wir die nicht im Nachgang, weil ich glaube, ich muss einmal sterben, dass wir die sehen. Ich bin mir nicht sicher. Z-World 1. Oh, das sieht doch erstmal freundlich aus, ne? Heißt zwar nix. Power up. Schade. Aha. Ich kann jetzt nicht mehr skippen. Okay, wie hätte das denn funktioniert? So, welche Level sehen wir denn jetzt alles? Ja, genau. Na, dieses That's Hard I Think zum Beispiel ist nicht aufgetaucht, weil ich da nicht gestorben bin. Ja, damit haben wir angefangen. Das haben wir nicht geschafft. Koopa Buddy. 3 Minuten. Ein einziger hat es geschafft bisher. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So, das ist das Ding. Okay, es ist mehr als das eine Level. Es ist mehr als der... Okay, es kommt mehr als das. So, jetzt ist die Frage. Was ist da oben? Nee. Nee, okay. Da sehe ich mich nicht. Das auch nicht. Da habe ich mich gesehen. Das wollte ich einmal ausprobieren. Oh Gott, nee, nee, oh Gott, sowas jetzt. Oh je, yeah, okay. Ah, dieses Spin-Jump-Dinger.
Nein! Ach, komm schon. Okay. Speedrun im Speedrun. Ah, die ist halt genau vor meinem Gesicht jetzt zugegangen wieder, ne? Das aber das ist frech. Oh, nee. Oh, nee, der Peasage-Teil. Och, Mann. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass die direkt vor meinem Gesicht zugeht. F. Nein, ich bin hängen geblieben. Es muss perfekt alles laufen. Es muss alles perfekt laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieieiei. Nein! Level zu schaffen, ne? Mensch. Hui. Okay, okay, okay. Zack. Zack. Je später der halt ausgelöst wird, umso besser. Oh Gott, wohin? Oh, no. Da ist das Ziel. Okay. Aber es ist noch nicht auslösbar, weil ich noch nicht groß bin. Oioioioioi. Ah, Mann, schon wieder. Also irgendwie muss ich da unten an diese... Wenn ich durch die Tür irgendwann komme, was auch immer das für eine Tür ist und wo auch immer die Gegentür ist, dann muss ich da ganz schnell mit dem Pilz einfach noch zum Ziel hoch. Und darf halt nicht in der Säge hängen bleiben. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Ach, Mist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Oh, nee! Okay. Na! No!
Ach, wieso schaut man, wie haut denn das jetzt nicht mehr hin? Mist! Jetzt bin ich zu dingsig bei der Stelle. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Lol. Ich schaff's. Ich schaff's ums Verrecken nicht mehr, diesen Bombensprung zu machen. Oh weia, das hat viel zu bald ausgelöst. Oh yes. So, wie muss ich da jetzt springen? Hä? Oh, no. Oh, ich verstehe. Das ist ein Dreisprung am Ende. Ein Dreisprung in die Tür rein. Und dann mit dem Pilz hoch zum Ziel. Und damit schließen wir das Level ab. Okay. Hallöchen. Was war das denn? Und jetzt nochmal abspringen. Ja, und dann nochmal abspringen. Und dann nochmal abspringen. Und dann jetzt mal kurz angucken. Ich werde im Prinzip einfach aus der Tür rausgeschickt. Muss aufpassen, dass ich nicht in der ersten Säge lande. Und dann war es das eigentlich. Ich darf nur die erste Säge nicht erwischen. Okay. Ey, wenn ich in diese Säge reingedrückt werde, das wäre so bitter. Das wäre so bitter, ne? Das war jetzt mal gut vom P-Switch her. Boah, ich dachte, ich bleib hängen. Nein! Mist! Okay, wir kommen der Sache näher. Glaube ich. Also, wir wissen jetzt zumindest, wie das gesamte Level funktioniert. So rum. Heißt nicht, dass wir der Sache näher kommen. Aber wir wissen jetzt, wie das ganze Level... Ah, jetzt geht das wieder los. Wir wissen jetzt, wie das ganze Level funktioniert. Hoi. Nee, du
spring doch noch mal ab, du Pflaume. Ah, dieser letzte Sprung. Ja, ich gehe einfach mit rein diesmal. Oh, verdammt nochmal. Oh, no. Ah, da sieht man wieder, was für einen enormen Skill Leute wie ein Beast oder so haben. Ne? Die spielen sowas einfach auf Anhieb und sagen dann, okay, that was easy. Oh nein! Ja, das war's, das brauche ich gar nicht ausprobieren. Ja, verschenkte Zeit. Mensch. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. So schon eher. Der springt ja nicht, er springt nicht, er springt nicht, er springt nicht, er springt nicht. Oh, Mario. Wenn du unten auf dem Boden bist, springst du nochmal ab, okay? Mehr will ich gar nicht von dir. Einfach noch einmal abspringen. Dann ist alles cool. Was hältst du davon, ha? Machen wir das, ja? Cool. Freut mich, dass du das auch so siehst. Yes! Okay, jetzt aufpassen. Nicht in die Säge, nicht in die Säge. Yes! God dang it! Oh yeah, Mario time! Ei, 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 was ein Level. Boah! Okay, das war's mir wert. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal schauen wir uns noch ein paar andere Level davon an. Und tschüss!